Menschen nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Jury und im Unterhaltungsprogramm. So konnte man sich schon vor Beginn der Veranstaltung von den musikalischen Qualitäten des amtierenden Mr. Austria Philipp Raffezeder überzeugen. Der Mr. Vienna fand sich ebenso in der Jury wie die derzeitige Miss Austria Dragana Stankovic und natürlich Paul-Löwe Richard Lugner, der längst schon den Überblick darüber verloren hat, wie oft er schon in einer Misswahljury gesessen ist. Also der Reindl, dieser Ur-Misswahl, der hat bei mir in meinem Bürohaus, hat er auch sein Büro und seine Wohnung gehabt. Und dadurch war ich bei X-Misswahlen dabei. Gibt es schon eine Favoritin? Also ich glaube mittlerweile nach 14 Jahren in dem Geschäft habe ich einen relativ guten Blick. Ich habe 3 in der engeren Auswahl und ja, es sind wirklich sehr tolle junge Frauen dabei und hat wieder eine tolle Auswahl getroffen. Es ist schon sentimental, die Mädels zu sehen. Also ich bin schon ein bisschen sentimental, aber ich freue mich auch irgendwie, das jetzt weitergeben zu können. Es ist ja erst die Miss Niederösterreich Wahl, Miss Vienna Wahl kommt bald. Ich freue mich, dass ich es heute moderieren darf. Meine Karriere wird hoffentlich auch als Moderatorin weitergehen und ich freue mich, dass ich den Mädels was mitgeben kann. Einige der Finalistinnen hatten einen großen Fanclub mitgebracht, wie nicht zu überhören war. Dabei auch Autohändler Toni Ebner, der für seine Schwiegertochter ins B kräftig die Daumen drückte. Mein jüngster Sohn, also als zukünftige Schwiegertochter, sie ist sehr gut vorbereitet und ich glaube, ja, was man so hört, die ersten Voraussagen ist, dass das ziemlich früh dabei sein wird. Und ja, ich glaube, dass das heute Riesenchancen hat. Worauf kommt es bei einer Miss an? Muss die nur hübsch sein? Grundsätzlich einmal bei der Wahl kommt es aufs Hübsche an, aber sie sollte natürlich gescheit da sein. Am Ende wurde die etwas leisere, dafür aber umso hübschere Marlene Nakowitz aus Stockerau zur Siegerin gekürt. Wie alt bist du? Ich bin 20. Und du hast aber da einen Haufen Fans im Publikum gehabt. Ja, also es waren sehr viele da, die mich unterstützt haben. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Es waren hauptsächlich Familie und Freunde da und ja, es hat mich sehr gefreut, dass sie mich unterstützt haben. Alles ein bisschen viel für die Nerven heute, oder? Also der Tag war sehr anstrengend, also nicht anstrengend, ich habe mich sehr darauf gefreut, aber ich war ein Nervenbündel. Das Nervenkostüm der frisch gebackenen Miss wird wohl weiter strapaziert werden. Was machst du morgen? Ich habe morgen ein Radiointerview und dann geht's gleich weiter. Also ja, es wird sehr aufregend die nächsten Tage. Und es geht zu einem Fotoshooting nach Tunesien und natürlich zur Miss Austria-Wahl am 6. Juli ins Casino Baden.